Also, jetzt sind wir im Herzen Borneo bei der Pfarrer Massen, der schon fast 50 Jahre hier mit den lokalen Dayaks arbeitet. Ein guter Freund von mir. Und das war aber eine lange Reise, ja. Das war um 5, dass wir alle aufgewacht sind. Und dann war es natürlich, ja, fertig machen. Und dann ging viel schief mit dem Auto. Der war viel zu hoch. Und dann am Flughafen, dann dauert das auch ewig. Aber am Ende haben wir dann doch das Flugzeug geschafft. Aber dann mussten wir wieder in Pontianak lange warten, weil es einen Sturm gegeben hat hier zwischen Sintang und Pontianak. Also wir kamen dann ein bisschen später an, dann sind wir auf ein Boot aus Essen gegangen. Ich bin dann gerade direkt an der Versammlung mit dem Priester hier gegangen und da ist Benny auch hingekommen und Benny und der Klaus haben dort geredet. Und dann sudah selesai. Und sein zweiter großer Wunsch, sein zweiter großer Traum ist es, einmal in Indonesien Orang-Utans direkt zu begegnen. Terus mimpi terbesarnya adalah satu kali dalam hidupnya yang mungkin tidak panjang lagi untuk melihat orang hutan betul-betul di pohon. Und das geht diese Woche in Erfüllung dank Willi und dank der Hilfe von Willis Team und vielen Menschen in Indonesien. Dan berkat bantuan dari banyak teman di sini, termasuk saya, Pastor dan Team Alexandra, DJ. Du hast viele Fragen beantwortet von den Leuten. Das war doch nett. Ne? Yeah. Und natürlich, ich glaube, 10.000 Bilder waren es. Ja? mit all den Mädels dort. Und die fanden es alle toll. Und die Schule haben sich auch gleich bekannt gemacht, dass die gerne was zusammen machen. Also ja. Das Projekt. Benny hat schon am ersten Tag angefangen. Und jetzt ist es Abend, spät. Wir sind müde. Aber wir müssen bereit sein, denn morgen früh ist der große Moment. Ich werde dich an die Orang-Utans vorstellen. Ja. Da sind auch drei dabei, die ich noch nie gesehen habe. Also, das zeige ich dir. Wie macht man sich bekannt mit einem Orang-Utan? Wie einfach, dass das geht. Ja. Ne? Und dann versuchen wir ins Urwald zu gehen. Richtig, wo die Orang-Utans frei rumklettern. Und das wird Spaß machen. Ja. Hm? Na, war es die Mühe wert, die ganze Reise, ja. 4 Flüge zu machen, um ja. hier in Herzen Borneo zu kommen? Ja. Doch. Ja, ich drücke dich jetzt gleich nach vorne. Ja, der Benny ist, denke ich, jetzt wirklich auch müde. Ja. Und der wird heute Nacht ganz, ganz, ganz viel träumen. mit Blick auf morgen, wenn wir dann in den Regenwald gehen, in den, zu den Orang-Utans. Und ich denke, wir gehen jetzt gleich wirklich ins Bett, Benny. Sollen wir das machen? Mal gucken. Mal gucken. Ja, okay.